Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Nuzlocke Challenge in Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt hier in Kakariko und das nächste Ziel wird sein, den ersten Titanen anzugehen. Dafür werden wir hier ins Zora-Reich reingehen, aber hier natürlich ganz wichtig, wir werden nicht ganz normal die Straße entlang laufen, weil das für eine Nuzlocke Challenge, sag ich mal, nicht allzu sehr angemessen ist. Es sind sehr, sehr viele Gefahren da auf dem Weg. Wir spielen hier im Master Mode und da muss man natürlich noch mal mehr aufpassen und den kompletten langen Weg da lang laufen und aufpassen, dass man überhaupt keinen Schaden bekommt, dass man eben ja nicht stirbt und ja keine wichtige Ausrüstung verliert, die man ansonsten nur relativ schwer wieder drankommen kann. Werden wir jetzt hier hoch ins Gebirge gehen und einmal quer durchs Gebirge durchlaufen und uns hier querbeet ein ins Zora-Reich kämpfen. Das Ganze ist ein kleines bisschen komplizierter, würde ich sagen, als der ganz normale Weg, aber dafür halt auch deutlich sicherer. So, hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir am Berg relativ vorsichtig entlang klettern und so wenig wie möglich Ausdauer verschwenden. Von der Warte her ist es natürlich auch extrem gut, dass wir hier das Kopftuch haben, das Kletterkopftuch anstelle des ganz normalen Sheikah-Helms oder der Sheikah-Maske. An sich, ja, hätte ich lieber die Sheikah-Maske gehabt, aber wir haben jetzt nur das Kletterkopftuch und wollen hier natürlich auch den größtmöglichen Nutzen rausziehen. Ich habe natürlich auch in die Kommentare reingeschaut, bevor ich jetzt hier die nächsten Folgen aufnehme. Und da war eure Meinung natürlich eindeutig und die will ich auf jeden Fall auch respektieren. Ich habe nämlich in der letzten Folge gefragt, ob ihr lieber haben würdet, dass man ein komplettes Ausrüstungsset gegen einen einzigen Ausrüstungsgegenstand tauschen kann. Nämlich wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Zora-Gebiet kein einziges Rüstungsset mir hole, dass ich dann einen gewollten Ausrüstungsgegenstand, wie zum Beispiel das Sheikah-Kopftuch, die Sheikah-Maske mir gönnen kann. Und da wart ihr dagegen. Kann ich absolut nachvollziehen, weil das ja irgendwo auch den Part von wegen Nuzlocke Challenge kaputt macht. Und so könnte man zum Beispiel einfach ab jetzt in jedes einzelne Gebiet reingehen, danach schauen, keine einzige Rüstung mit rausnehmen aus dem Gebiet und sich dafür halt die Rüstung holen, die man die ganze Zeit schon immer. Die Kiste. Ich könnte jetzt natürlich nach unten gehen und die Kiste öffnen, mir holen, was sich in der Kiste verbirgt. Aber das ist es, denke ich, nicht wert. So, da drüben sind drei Bäumchen. Das ist natürlich ganz nice. Wir wollen aber Richtung Norden gehen. Und da hätten wir jetzt hier den ganzen Weg gar nicht hochgemusst. Ach, wie toll. Schön. Aber war hier nicht ein Gebirge? Ich wette, hier war ein Gebirge, aber sowas von. Das Gebirge, was dann das Gebiet mit dem Leunen und natürlich dann auch das Gebiet mit dem Titanen beschützt. So, das fängt aber wahrscheinlich erst ganz da hinten an und wir können hier noch nicht auf eine Ebene hochklettern, wo wir dann ganz einfach da über das Gebirge drüber kommen und das Gebiet der Zora einfach überfallen können. So, dadurch, dass der Aussichtsturm sich natürlich auch wo ganz anders befindet und nicht direkt bei dem Palast der Zoras, werden wir wahrscheinlich auch relativ im Blindflug da durch müssen. Und erst sobald wie wir den Palast der Zora wirklich entdeckt haben, da das Gebirge überklettert haben, dann nach unten fliegen noch einmal und den Aussichtsturm aktivieren, damit wir die Rüstung, die wir da bekommen, auch verwenden dürfen, auch benutzen dürfen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal extrem darauf, wenn wir den Titan dann endlich besiegt haben, weil das ist nochmal eine zusätzliche Absicherung einfach. Also wir haben jetzt hier im Inventar wie viele Feen? So. Keine Feen mehr da? Habe ich mich geirrt? Wo sind denn die ganzen Feen hin? Ich dachte, wir haben hier noch haufenweise Feen im Inventar drin, die uns im Notfall beschützen können.
Anscheinend ist das nicht mehr der Fall. Ah, doch, da unten. Och Mensch, ich bin blind. Drei Feen haben wir hier. Und die fungieren im Prinzip als drei Extra-Leben. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, warum man die Feen manuell aktivieren sollte. Weil, wenn man sich in Anführungszeichen besiegen lässt oder wenn man aus Versehen besiegt wird, währenddem man eine Fee im Inventar hat, dann belebt die einen natürlich wieder. Und wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, belebt die einen mit vollem Leben wieder. Wenn ich jetzt aber einfach die Fee so einsetze, random, dann gibt die mir gerade mal 4 oder 5 Herzen. Ich glaube, 5 Herzen gibt es, aber das ist schon echt wenig. Von daher lieber den Schutz ausnutzen, vor allem wenn der Gegner einem, keine Ahnung, 20 Herzen Schaden machen würde, in der Theorie. Darüber müssen wir, darüber. Ja, ich bin versuchen, den Turm doch zu aktivieren. Vor allem, da wir da relativ schlecht rüberkommen, oder? Kommen wir da rüber? Ja, da gucken wir mal, da gucken wir mal. Die kleine Klippe da sieht so ein bisschen so aus, als ob wir die sehr gut ausnutzen könnten, um komplett rüberzukommen. Hier unten ist auf jeden Fall ein Lagerfeuerchen. Wer kämpft denn da? Ein Freund oder ein Feind? Ehrlich gesagt, sieht es aus, als ob hier niemand wäre. Doch, da hockt einer. Ah. Ich bin skeptisch. Ich bin skeptisch, wenn einfach mitten in der Wildnis irgendwo ein random Dude hockt. Und von daher ignoriere ich den erstmal eine Weile. So. Hier oben war natürlich wieder eine Krogsamen-Herausforderung. Die wollte ich natürlich nicht unbedingt aktivieren, weil wir dadurch haufenweise Pfeile einfach verschwenden. Und die könnte viel besser gebrauchen. Die Musik verunsichert mich. Ein bisschen, ein wenig. Maximal. Schon sehr, sehr maximal, aber egal. Musik klang schon. Jetzt wird sie wieder lauter, oder? Jetzt war sie leiser. Ich bin ein bisschen beunruhigt. Besondere Musik heißt im Normalfall, dass hier irgendwas Besonderes ist. Wie zum Beispiel ein Endgegner. So, Kochsamen. Schön. Jetzt ist die Frage: Kommen wir darüber? Ganz vorsichtig hier. Das ist ganz schön rutschig. Nein, nein. Eventuell komme ich den Asten nicht entlang. So, mein Plan ist jetzt: Ich gehe hier auf den Baum hoch und versuche eine Stelle zu finden, die mir einen maximalen Vorteil bietet, nämlich zum Beispiel auf diesem Ast da drüben drauf. Und dann springen wir von dem Ast rüber und gleiten die Schlucht entlang. Das wird sowas von funktionieren. Ich weiß gar nicht, was hier schief gehen soll. Ich kann mir tausend Szenarien vorstellen, wie das jetzt hier schief gehen könnte, aber sieht ehrlich gesagt gut aus. Ah, nur noch halbe Ausdauer? Nein. Nein, es regnet. Nein. Bitte, 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 bitte. Oh, knapp. Knappes Ding. Knappes Ding. Uff, da kommen wir hier irgendwie hoch. Krabbel, krabbel. Ah, das Rutschen, das Schlittern, das ist so ätzend. Nein. Ah, ich zweifle so ein bisschen daran, ob wir hier hochkommen. Und der Regen. Jawohl, jawohl, wir haben wieder ein kleines Stückchen geschafft, ein kleines Stückchen nach oben gekommen. Der Regen ist hier definitiv ein riesengroßes Problem.
Okay, nein, 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 nein. Link, komm, schlitter nicht runter. Du kannst das, du kannst das, du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay, mit dem Hüpfen sollte ich definitiv vorsichtiger sein, weil das kann hier echt doll ins Auge gehen. Aber wir sind hier an einer Stelle angelangt, die wirklich nicht schön ist. Ach, Mann. Ich glaube, der Regen. Na, oh, nein. Okay, wir haben zum Glück nur ein einziges Herz verloren. Das zählt nicht als gestorben, auch wenn wir streng genommen da im Wasser ertrunken sind. Aber wir berufen uns hier jetzt einfach auf die Spielmechanics. Und laut Spielmechanics sind wir hier an dieser Stelle definitiv nicht gestorben, sondern haben nur ein Herz verloren. Okay, ich würde mal versuchen, hier einfach am Berg entlang zu gleiten. Und dadurch, dass wir jetzt gleich wieder unten auf Wasserlevel angekommen sind, hat der Versuch hier nicht geklappt. Ich bin mir 100%ig sicher, dass ich schon mal über dieses Gebirge hier drüber geklettert bin. Ach, Mann. Vielleicht geht das nur an einer anderen Stelle. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, ob euch das auffällt, aber ich verbrauche keine Ausdauer und lasse mich einfach im Wasser treiben. Dadurch könnte ich ohne Probleme bis ganz dahinter kommen, aber da das ganz schön langweilig wäre und auch ich das nicht aushalten täte, den ganzen Weg mich hier einfach nur treiben zu lassen, versuche ich hier irgendwo an einer Stelle hochzukommen. Das mit dem Regen, das Rutschige ist halt echt, echt Mist. So, komme ich hier? Es ist nicht wahr. Es gäbe noch eine Möglichkeit, wie ich aus dem Schlamassel hier rauskommen könnte. Jawohl. Und zwar mit Eis. So. Damit sollten wir es jetzt definitiv schaffen, darüber zu kommen. Nein. Okay, es waren nur Fische, es waren nur Fische. Keine Panik auf der Titanic, es waren nur ganz normale Fische. Ich habe jetzt schon befürchtet, dass hier ein Oktober vielleicht ist. Weil das wäre gar nicht cool. Der könnte uns relativ easy hier rippen. Ich glaube, ich setze die Eisblöcke immer weiter voneinander entfernt. Was bis jetzt noch gut ging, aber durchaus sich zu einem Problem entwickeln könnte. Okay, gut, 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 gut. Wo geht man jetzt hin? Das ist schon schwierig. Ich würde sagen, zu dem Turm. Was anderes bleibt mir jetzt hier nicht übrig, als zu dem Turm hinzugehen. So, und dann gucken wir mal, ob wir vom Turm aus vielleicht irgendwas abkürzen können. Irgendwas. Also die Wand hier unten anzugehen hat definitiv bei weitem nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Es sieht auch schwierig aus, hier noch drüber zu kommen. Selbst wenn kein Regen wäre, wäre es schwierig, hier drüber zu kommen, weil einfach die Ausdauer nicht ausreicht. So. Immerhin ist die Strömung auf unserer Seite. Oh. Okay. Hier kommen wir nicht hoch. Aber da drüben. Da drüben sollten wir jetzt ohne Probleme kommen.